Hallo, willkommen zu einer neuen Runde. Mechabellum. Ich bin immer noch, das geht ja schnell. In meinem, was hast du denn da Schönes? The Falling Leaf. Nee, so heißt er. Was das für ein Symbol ist. Ich bin immer noch dabei zu überlegen, wie ich neue Strategien und Taktiken aufbauen kann. Insbesondere das Heldensystem möchte ich ganz gerne forcieren. Im Moment überlege ich, ob ich nicht ein bisschen weiter vorne aufstellen soll. Also je weiter hoch ich mit dem MMR gehe, desto eher rushen die Leute, ist mein Eindruck. Und von da wäre es vielleicht ganz gut, sich vorne aufzustellen. Ja, Cost Control ist immer gut. Machen wir das. Also dieses hier in der Mitte aufstellen, vielleicht ein bisschen mehr. Die Gefahr ist halt dann die Flanke, ne? Mit der ich noch nicht so super Antworten habe. Genau, also wenn wir uns einfach mal davor stellen. Uns wirklich hier vorne hinstellen. So. Wicke, okay, wenn ich das so mache, wie adressiere ich dann nachher? Naja, also ich will die eigentlich eh nicht stellen hier. Nee, nee, also dann haben wir schon das Adri-Problem, wir haben das Dings-Problem. Das Lippenproblem. Also irgendwie weiß ich noch nicht, ob das hier funktionieren kann, wenn ich das so mache. Don't know. Dann wir schießen erstmal mit dem Markman zurück. Also ich versuche das jetzt mal aufzustellen, aber die Gefahr ist natürlich die Satelliten, wenn die da einschlagen. Artillerie, wenn die da einschlägt, ist auch nicht angenehm. Flanken sind auf. Aber wird nicht von den Flanken abgelenkt. Man ist eventuell schneller bei dem Headquarter. Also überraschend für den Gegner die Aufstellung. Die Armee steht kompakt zusammen und supportet sich gegenseitig. Konzentrierte Firepower. Mal sehen. Ist dann so ein bisschen neu. Also Gegner kriegt jetzt auf jeden Fall eine Artillerie von mir an den Kopf gehauen. Ja, Rhino ist ja schon sicher, dass der an der Flanke auftaucht, ne? Also da müssen wir auch uns was überlegen. Wahrscheinlich erstmal Satellit und gucken, was passiert oder so. Jetzt hier beim Schaffclear vielleicht, kann ich ja dann, statt auf all so ein Zeugs zu gehen, vielleicht einfach so sagen, ich nehme Mustang als Schaffclear für die gesamte Front. Der ist ja Level 2 und kann mit Level 1 Crawler aufräumen. Das wäre vielleicht nochmal ein Vorteil davon. Ansonsten, wie gesagt, jetzt auf jeden Fall mal zurückfeuern. Ja, was machen wir jetzt gegen die Satelliten, ne? Ich stelle das Zeug jetzt so hin und nächste Runde wahrscheinlich hier nochmal ein Vieh zur Defense. Ich habe nur schlechte Erfahrungen mit Mustangs gegen Bodenziele, aber wie gesagt, das ist ja ein Level 2 Mustang. Der sollte eigentlich dieses Kleinvieh gut wegräumen, wenn er halt nicht irgendwie da oben auf irgendwas einloggt. Aber er steht so weit hinten, dass er ja normalerweise nicht zu weit nach vorne sollte. Gegner müllt die Front zu. Wie gesagt, nächste Runde Anti-Satellit, ne? Also, da gebe ich auch keine Illusion hin. Das ist so satellitenanfällig, weil ich da habe, da muss der früher oder später einen spielen. Also, der Schaffclear vom Gegner, der war mit 4 Arclights und 2 Taranteln, glaube ich, ein bisschen übertrieben. Klar, die waren Unit Drop, aber er muss den ja nicht picken, ne? Ja, konzentrierte Feuerkraft, klappt. Ah, da war ein Turnier. Aber jetzt muss ich halt eine Defense da aufbauen. Lasersight. Okay.
Ja, machen wir einfach. Machen wir hiermit, oder? Führt kein Weg dran vorbei. Wir müssen die Satelliten abfangen, die da jetzt kommen, potenziell für die gesamte Armee. Ich glaube nicht, dass ich da vorbeikomme dran an dem Spielchen. So. Ja, mit den Flanken, wie gesagt, das wäre jetzt die nächste Herausforderung. Ich meine, die Reichweite für die nehmen. Also früher oder später kommt er halt an die Flanke. Also nächste Runde genau genommen. Da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Da muss man da entsprechend drauf reagieren, nächste Runde wahrscheinlich. Mache ich nächste Runde als Überraschungsfaktor. Da ist der Satellit. War ein Wespenspawn, habe ich gar nicht mitbekommen. Ja, das ist immer wieder so bei mir, ne? Wenn ich abgelenkt bin mit einer neuen Strategie, dann übersehe ich sowas. Das hätte ich den Satellit natürlich gesetzt, ne? Klar, ich hätte dann links gesetzt und nicht rechts, dann hätte trotzdem nicht geklappt, aber dann hätte ich zumindest versucht gehabt. Das habe ich zu 100% ausgeblendet, dass das im Drop war. Ich hätte echt, ich habe das gar nicht, ich habe das überhaupt nicht gesehen, dass diese Runde im Drop war, ne? Gar nicht. Na gut. Ja, das ist natürlich immer ärgerlich, wenn man eine Runde wegen sowas verliert. Wegen so eine Oversight. Non-Giant, Super Heavy. Ja, da kommt auf jeden Fall jetzt der Rhino irgendwie dazu beim Gegner. Der kostet nichts. Nee, nee. Also ich weiß es nicht, ob das hier irgendwie Sinn macht. Was machen wir jetzt mit dem Rhino, wenn er von der Seite kommt, ne? Das wäre die Frage. Und vorne würde ich ihn ja wahrscheinlich hier ein bisschen mit Schaden eindecken. Ja, also wenn der Rhino von der Seite kommt, das wird nicht reichen, um den zu töten. Was haben wir nochmal die Artillerie dabei? Die schießt ja bis in die Seite rein. Ja keiner an der Front, der das ablenkt, oder? Ja, der wird es ablenken, aber der läuft ja nach links wahrscheinlich, ne? Genau. Ansonsten machen wir nochmal hier vorne das ein bisschen ausbauen. Direkt mal alles absichern. Links. Ich bin auf der falschen Seite, ne? Also mit den Raketen und dem Kameraden hätte das natürlich links jetzt geklappt. Aber steht immer auf der falschen Seite. So klappt es wahrscheinlich nicht, ne? Also der läuft jetzt einfach durch. Sehr ärgerlich. Naja, jetzt lege ich die nächste Runde. Die Chancen standen halt 50-50. Hätte aber schlimmer ausgehen können, die Runde. Super heavy. Ja, droppt er den jetzt dazu, aber dann hätte ich ja die Raketen. Also, das sollten wir eigentlich hinkriegen. Genau. Kann sein, dass da jetzt zwei Stück kommen. Mal gucken. Sicher, sicher. Ja, Raketen habe ich genug. Chaff Clear haben wir ja da eigentlich auch. Der geht dann nach links, der macht das. Ja, dann haben wir nochmal einen Crawler dazu vielleicht.
Ansonsten auch mal eine Raketenabwehr dabei packen. Mal sehen. Weg. Drop. Wenn er den lange genug auffällt, kann der Schaden machen mit Level 2. Mal sehen. Also er hält ihn wahrscheinlich nicht so lange auf. Wir gucken mal. Jetzt alle Raketen rein, Level 2. Eine knackige Salve. Noch eine knackige Salve vielleicht. Ich sehe halt die Front die ganze Zeit nicht, wenn ich die ganze Zeit die Flanken mir anschaue. Also ich weiß gar nicht, was in der Front abgeht, ehrlich gesagt. Gegner hat inzwischen einen Artillerie-Spam, okay. Rakete. Ja, ich bin wieder, obwohl ich mich in der Front aufstelle, bin ich nur in den Flanken am Gucken und habe mir die ganze Zeit die Hauptfront nicht angeschaut. Also ihr müsst immer da, wo die größten Herausforderungen sind, auch euer Geld und eure Konzentration hinpacken. Das habe ich nicht gemacht die letzten drei Runden. Und das von fünf Runden ist ein bisschen schlecht. Light Spam, okay. Klar, dann kann er jetzt erstmal überall Schilde hinstellen, der Freund. Ach ja, so. Ja, soll man das mit der Raketenabwehr mal spielen, wie das jeder spielt? Ich glaube zwar, dass das ein Eigentor ist, aber hey. Ich mache das jetzt einfach mal, um neue Wege zu gehen. Ja, diese Runde kommt vom Himmel, das ist auf jeden Fall runtergeplatzt. Meine Armee wird wahrscheinlich dann wieder ausgelöscht. Mal gucken. Ja, so viele Raketen abfangen, wie irgend geht. Ja, aber diese Runde gibt es wahrscheinlich das Ding auch im Himmel, dann sind die alle tot. Aber wenn wir dafür jetzt einen Kredit aufnehmen, ne? Wahrscheinlich nicht. Kann er den wirklich abfangen, so wie die da stehen? Hier, wenn ich dann Dings hinstelle. Dann lassen wir das mal. Also mir ist immer so, wenn ich Mustang gegen Boden spiele, verliere ich. Wenn ich Mustang Raketenabwehr spiele gegen Raketen, verliere ich. Von da habe ich alles kombiniert. Wenn ich mich vorne hinstelle, verliere ich. Wenn ich was Neues mache, verliere ich. Ich habe alle Faktoren jetzt draufgepackt, damit ich verlieren kann. Aber wenn ihr nie was Neues macht, dann ist, glaube ich, auch nicht gut. Ah ja, nächste Runde verloren. Wie gesagt, für mich sehr typisch. Die drei Faktoren, die ich gerade genannt habe, sind immer ausschlaggebend. Also ich könnte es versuchen, Portes mit Schilden dahinzustellen, die diesen ganzen Single-Target da abfangen und zurückschießen. Aber ich befürchte, dass das alles Schmarrn ist. Weil der einzige Grund, warum ich das mit den Mustangs wirklich eingeloggt habe, ist halt, da klar, um was Neues auszuprobieren. Aber auch, weil ich halt Cost Control bin, oder, und diese Fähigkeit dann eben nutzen kann. Besser. Ja, oder wir machen jetzt Typhoon-Spam und Schilde, weil die gerade im Angebot sind. Also Typhoons. Was ist das Maximum, was wir kriegen? 600. Dann können wir ja wirklich drei holen, ne? Genau. Das bekommt jetzt diese Runde nochmal. Geben jetzt alle noch Range. Dann machen wir das noch raus. Nochmal ein Schild. Na gut, da sind ja jetzt genug Schilde unterwegs, ne? Das Problem ist halt, dass ich nicht besonders viel Schaden dagegen habe, aber mit dem Schild sollten die schon besiegen, glaube ich. Wir lassen uns mal überraschen. Also Typhoons zusammen mit Dingern hier. Sehr ungewöhnlich, hätte ich jetzt gesagt, aber hey. Wenn es klappt, dann klappt es oder so. Mal gucken. Hätte ich mit Raketenabwehr geholt, hätte Doppelschuss geholt, hätte ich verloren gehabt, mit Sicherheit.
Das kann immer noch schlimm genug sein, ne, hier, weil das ja trotzdem die Hardcounter dazu. Also ich denke, dass das zu maximal Blödsinn war, was ich hier habe. Ja, ich wollte ja auch eigentlich Fortress holen mit einer dickeren Kanone, aber wo die gerade da waren, habe ich die jetzt eingeloggt, damit ich da, ne, mehr Synergieeffekte rausbekomme. Ich befürchte aber, dass der Fortress die viel, viel bessere Lösung gewesen wäre. Allerdings ist das so viel Singletageschaden, dass spätestens nächste Runde dann Doppelschuss kommt. Ja, mal sehen. Ich habe auf jeden Fall ein dickes Schild, viel Raketenabwehr. Und die machen aus der Backline dann Schaden, die Mustangs. Wenn sie mal nicht auf eine Rakete schießen. Das ist zumindest so die Hoffnung dahinter. Bam, bam. Da leuchtet es bei den Gegnern. Ist halt einfach sehr weniger Schaden. Ich habe noch ein paar Marksmen dabei und vor allem dieser gelevelte da unten, Mustang. Ja, aber ihr merkt schon, das reicht vorne hinten nicht, viel zu wenig Schaden. Naja, Schachmatt. Also in normaler Weise sind das diese Duelle, wo ich tatsächlich sehr gut Erfahrung habe. Ne? Also wenn der Artillery-Spam macht, ich habe Artillery-Spam, würde ich den überwiegenden Teil der Spiele eigentlich gewinnen bei dem Szenario. Aber dann habe ich nicht diese drei Sachen gemacht, von denen ich eben gesprochen habe. Dann stehe ich normalerweise auch da hinten, ne? Mache keine Trolleinheiten. Also Mustang ist halt Troll. Ganz simpel, Raketenabwehr ist Troll. Man muss nur aufpassen, dass man halt nicht, wenn man das ab und an mal einwürfelt und dann halt sinnbefreit so ein Spiel verliert, dass man sich dann so festfährt in seiner Meinung, dass man da nicht mehr wegkommt. Ne? Nochmal kurze Erinnerung, ich gewinne 30 LP, wenn ich einen Top-10-Spieler besiege. Ja? Also das war keine kleine Niederlage, das war eine absolut große Klatsche. Astronomisch groß. Ach ja. Aber so ist das mit dem Ausprobieren. Da gibt es immer auf die Fresse. Haben die irgendwie komische Namen heute? Ist es möglich, dass die Namen übersetzt werden und dass das asiatische Namen sind? Dann können wir jetzt unser Standardspiel hier machen. Dann bin ich eigentlich guter Dinge immer bei sowas. Problem ist wahrscheinlich, dass ich einfach immer nur für einen Tag oder zwei Lust habe, eine neue Strategie dann auszuprobieren. Und das einfach nicht reicht, um eine Strategie auf diesem Level zu spielen. Muss die Emotes ausmachen. Genau, wir machen erstmal hier einen gemütlichen Start. Also wie die Top-Spieler das auf jeden Fall machen, man kann das ja sehen, wenn man die Spiele zuguckt, ich mache das ja jeden Tag eigentlich. Da gibt es halt Leute, die spielen halt 7 Tage am Stück, jeden Tag irgendwie 8 Stunden auch gefühlt, ein dieselbe Strategie, ne? Mit denselben Einheiten und so weiter, um das eben zu perfektionieren. Da gibt es keine, ich stelle das mal absolut random alles um, mit Sachen, von denen ich sowieso nicht überzeugt bin, das habe ich ja zumindest noch nicht gesehen. Ist wahrscheinlich eher ein Fall für den Smurf-Account. Aber das muss man mit seinem Gewissen dann ausmachen. In die Steeboys könnte ich fast noch einen zweiten Feng holen. Also jeweils links und rechts. Wenn die Steeboys wirklich durchfahren, werden die von den Fengs lange genug aufgehalten und kaputtgeschossen. Was ist eigentlich ein Lavatory? Gleich mal googeln. Ich weiß noch nicht mal, ob man Skorpion dagegen jetzt braucht, zumal der auch verkaufen kann. Also ich habe im Moment sehr gute Erfahrung, das ist ein neues, was ich ganz gerne mache. Mit der Wespe und dann mit dem Beacon ein bisschen reagieren und dann Schwerpunkt auf einer Seite setzen mit Einheiten. Das läuft im Moment bei mir ganz gut. Eine Standard-Wespe sozusagen dazu.
Der splittet nochmal in die Mitte, das ist ja auch immer gut. Genau. Und die versuchen jetzt hier durchzufliegen. Okay. Dann könnte ich jetzt nächste Runde einen Skorpion rechts holen und der vier Speedballs. Oder ich gebe der Wespe die Chance, dass sie das jede Runde macht. Er kann ja Mustang mitbringen, ne? Da muss ein bisschen aufpassen. Also er muss eigentlich auch Mustang mitbringen, sonst hat er ja keine Flugabwehr da vorne, die die Wespe holt. Also was kann ich nächste Runde gegen Mustang da machen? Noch eine Adler zustellen vielleicht? Aber der kommt mit einer eigenen Wespe, ne? Luftabwehr Wespe. Zweiter Beacon. Ich glaube fast, dass ich das machen will. Und dann wäre mit der Wespe ganz schön frech. Dann stelle ich ihn ein bisschen flexibel zusammen. Hoppala. Ich glaube, wir machen das dann maximal zur Ablenkung von allen Seiten. Dann kann jede Runde raten, wo ich hin will. Muster, Flugabwehr Arclight. 93 Meter Reichweite. Er hat null Schaff links, ne? Drei Meter Reichweite als ich, Alter. Aber es reicht wahrscheinlich auch. Mal sehen. Headquarter rechts ist gleich weg. Ich überlege halt den Sandwurm am Schluss zu spielen. Wegen dem Sturm. Müssen wir mal sehen, ob wir das irgendwie sinnvoll durchkriegen. Battleship spawn. Mal sehen. Also eigentlich machen die ja genug Schaden, die beiden. Ne? Ich würde die ganz gerne dann auch mitnehmen, den Level. Die auch hier mitnehmen. Das macht ja schon seinen Job. Und ansonsten, ja, was machen wir jetzt da vorne? Artillerie. Und der fährt ja immer rein, der Speedball. Ne? So einen können wir wahrscheinlich auch so einfach wegholen jetzt hier. Und ansonsten schießen wir mal mit einer Artillerie dazu. Ein bisschen Zeit erkaufen hier vorne. Ja, mal sehen. Warum ist da Feuer? Na gut. Der mag auf jeden Fall seine Bälle.
Bei den Commentary bräuchte ich nicht, aber hey. Party! Links sind ein paar mehr über. Also, er spielt das immer noch ohne Chuff, oder? Ah, ein bisschen hat er ja. Esse, dann kann ich ja richtig schnell durch. Also ich glaube nicht, dass er das bei der Truppe schilden wird, oder? So, und dann speeden wir da durch. Die stehen ja dann in dem Zeug drin, ne? Dann kriegen wir die hoffentlich alle tot. Ja, wir brauchen ein bisschen den Level, damit das funktioniert. Klar, mal einmal hier tanken, aber richtig hardcore wichtig ist das wahrscheinlich nicht. Ich glaube, wir können dann gleich auf die Dinger gehen hier, ne? Ja, werde ich wahrscheinlich nicht genug kriegen. Vielleicht machen wir einfach zum Tanken mal so ein Ding hier. Inzwischen sind ja doch eine ganze Menge von dem unterwegs. Falls da mal einer durchläuft, dass wir da doch ein bisschen aushelfen können. Ablenkung da oben wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Die haben alle einen. Kriegt der noch einen? Ball. Jetzt hoffe ich ja, dass die Westen da ein Massaker veranstalten. Hoffentlich klappt das vom Timing. Das war ein schöner Knall, würde ich sagen. Also im besten Timing hat es nicht geklappt, aber dafür hat es mit der Artillerie geklappt. Das ist ja Salve, alles aufgelöst, instant. Machen wir eben S-Artillerie. Und kriegt eine ganze Reihe von denen hier dann weg damit. Ja, wir können die alle deaktivieren da hinten. Die Wespe lieber verbessern. Okay, dann machen wir jetzt eben S-Artillerie. Ja, doch eine Menge von den Zielen da. Nochmal ein Stil. Ist, glaube ich, schwierig mit denen, die dann zu töten nachher, ne? Man könnte auch einfach eine Hacker-Armee holen, aber jetzt habe ich das schon eingeloggt und jetzt machen wir das auch fertig. Also Hacker wäre eigentlich die perfekte Antwort gewesen, ne? Ja. Was machen wir hier nochmal weiter mit? Je mehr wir deaktivieren, desto besser. Genau, hier geht's wieder da durch. Die waren eben nicht schnell genug, ne? Ball. Der geht aufs Headquarter. Komisch. Ich könnte meinen, ich habe das GEMS das Ganze, weil da gerade Crawler rauskam. Das hat irgendwie komisch ausgesehen. Auch wahrscheinlich was gegen die Battleships nächste Runde. Vielleicht
Also ich kann ja Reichweite ausgeben oder Luftabwehr. Vortab. Ey, One-Shot nie trotzdem. Okay, aber ich habe ihn. Melting Point. Panzer. Kleinvieh wegmüllen. Ja. Ne Melting Point für die Mitte vielleicht. Dass er einfach ein bisschen aushilft. Ja, ich würde den jetzt Elite geben hier. Schon sehr teuer. Aber ist, glaube ich, trotzdem gut. Ja, und ansonsten einfach in der Mitte nochmal tanken, vielleicht wirklich. Gegen die Overlords, wo immer die auch hinwollen. Ja. Auf jeden Fall stoppen, wenn die da schnell reingehen. Okay. Vielleicht mal ein paar Wespen zurücklassen, falls eine Flanke kommt diese Runde. Intercept. Die Wespen machen euch über Überstunden. Die Zahlen sind gar nicht so gut, ne? Aber denkt, was da für ein Wert drin ist. Und so reicht jetzt, aber ich hätte da echt ein bisschen mehr erwartet. Ja, also das sollte offensichtlich der Dings werden hier, ne? Der Chaff von ihm später. Also ich glaube, da hat er sehr wenig rausbekommen aus den Steeballs, sehr, sehr wenig. Und bei der Luftabwehr, das war zwar eine nette Idee, aber meine persönliche Erfahrung ist auch tatsächlich, dass diese Arclights, also die brauchen ja die Reichweite, damit das überhaupt funktioniert, ne? Und dann ist es einfach zu teuer am Schluss. Also ich glaube, der Mustang wäre schon besser gewesen. Aber interessante Strategie. Auf jeden Fall mal was anderes. Ich glaube, die werden echt übersetzt jetzt, die Namen, ne? Die haben jetzt alle Namen. Ich guck mal gerade, ob es hier irgendeinen Chinesen gibt. Oder irgendeinen asiatischen Namen. Die sind, glaube ich, alle übersetzt, wenn man hier mal reinguckt. Groff the Great. Das ist bestimmt mal so ein asiatischer Name. Down Bad Potato. Warum heißen die Asiaten eigentlich nicht sowas wie Karl, ja? Oder Hans oder so? Gibt es ja auch diese Vornamen bei denen, aber alle Namen. Oder sowas hier vielleicht? Deliberately vague. Also die Namen bei unseren asiatischen Freunden scheinen auf den ersten Blick übersetzt zu werden in irgendwelche Begrifflichkeiten. Kann mir das jemand erklären, damit ich es auch begreife? Das kenne ich, das ist orkisch. Aber ja, keine Ahnung. Die werden auf jeden Fall übersetzt, die Freunde jetzt. Sehr schön. Na gut, ich bin weg. Ciao, ciao.